Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und verschiedene für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen nach längerer Zeit mal wieder ein paar Paragon-Kisten öffnen. Und zwar sind das die jetzt aus Patch 9.2. Da gibt es ja diesmal nur eine Ruffraktion, deswegen werden wir nicht 5 Kisten der neuen Ruffraktion öffnen. Da habe ich leider einfach nur nicht genug und ich bin ehrlich gesagt zu ungeduldig zu warten, bis ich dementsprechend da 5 habe, bis ich euch das zeigen kann. Dementsprechend habe ich noch andere Paragon-Kisten zusätzlich rausgesucht, wo ich auch noch was draus brauche. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns gleich mal an, was wir jetzt aufmachen werden. Ich habe einmal von der neuen Fraktion Truhe des erleuchteten Mittlers. Und das ist quasi die Kiste von den Erleuchteten. Da ist einiges an Stuff drin. Ihr seht, richtig viel Zeug. Dann habe ich noch hier eine Vorräte der wilden Jagd. Das ist einfach die Kiste von den Nightfee, die brauche ich, weil ich da immer noch nicht die Soul Shape Gestalt rausgezogen habe. Vielleicht habe ich da mal Glück. Dann habe ich auf dem Hunter hier auf dem zweiten Account auch nochmal eine Kiste von Erleuchteten. Und dann werden wir auf meinem Priester eine Art noch rumloggen. Und zwar habe ich da noch 2 alte Kisten aus BFA. Das liegt einfach daran, dass ich mit denen, da sind noch Rezepte drin, aber das werden wir uns dann gleich angucken. Ich würde sagen, spannen wir uns selber nicht mehr länger auf die Folter und gucken mal rein, was in der ersten Kiste drin ist. Also wir schauen jetzt mal in die mittlere Kiste rein. Was ist darin? Da ist ein Haufen Stuff drin. Also wir haben eine Essenz drin, das juckt mich nicht, Flux juckt mich auch nicht, Gold juckt mich auch nicht, ein T-Mock haben wir drin, Materialien haben wir drin und was ist denn das hier? Das ist eine Axt. Ah, ich habe 2 T-Mocks gekriegt. Also einmal einen Umhang, der irgendwie 500k wert ist. Moment, schade, ich habe nichts von den seltenen Sachen bekommen, ne? Okay, also den Umhang, den können wir lernen. Dann haben wir eine Axt. Ich bin gerade am Überlegen. Wir machen das jetzt mal unkompliziert. Oder kompliziert. Ich kann meinen eigenen Char hier einladen. Und der ist ja ein Hunter. Ah, warte mal, der ist auf einem anderen Server, ne? Okay, das funktioniert doch nicht. Habe ich hier irgendeinen Char auf dem Server, der das lernen kann? Boah, ich könnte mir einen Testchar erstellen, ne? Das könnte ich machen, dann kann ich die lernen, die Axt. Weil die ist ja nicht an den Level gebunden. Ja, gut. Also ich habe 2 T-Mock-Sachen gekriegt, das haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Schade, vielleicht kriege ich ja hier die Soul Shape. Warte mal, ich mount mal ab. Vielleicht hilft das was. Drück mir die Daumen, Soul Shape. Es ist tatsächlich die Soul Shape drin. Nice! Nice! Wisst ihr, wie viele Kisten ich jetzt schon aufgemacht habe von der wilden Jagd? Okay, das freut mich jetzt. Zumindest schon mal die erste Soul Shape. Gut, also 2 T-Mocks und ein Soul Shape habe ich gekriegt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja? Jetzt brauche ich bei der wilden Jagd noch ein 2. Soul Shape. Und bei der anderen Fraktion, bei der neuen, den Erleuchteten, brauche ich wahrscheinlich noch 10.000 andere Sachen. Die werden wir uns jetzt gleich im Detail angucken. Ich würde bloß sagen, dass ich jetzt mit dem hier schon mal umlogge. Und zwar auf meinem Priester parallel, wo ich dann auch nochmal 2 Paragon-Kisten vorbereitet habe. Und zwar, ich habe einmal, das müsste von der Nasjatar-Fraktion sein, von den Ankuanern, habe ich eine Kiste. Und dann habe ich noch vom Sturmsangental, ich weiß gar nicht, wie die Fraktion genauer heißt, werden wir aber gleich sehen. Gut, loggen wir da mal ein. Würde sagen, parallel machen wir auf dem 2. Account hier weiter. Und zwar haben wir ja hier auch noch eine erleuchtete Kiste. Und ihr seht, ich habe da ein schönes Addon drauf. Das schimpft sich All the Things. Und da wird alles Mögliche angezeigt, was ich noch brauche. Ne? Einen von den Umhängen habe ich jetzt gerade schon gelernt. Da gibt es ja etliche. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ne? Den ich gerade gelernt habe, der müsste jetzt schon draußen sein. Dann gibt es einige Waffen. Die Axt habe ich bekommen. Einen Stab gibt es, glaube ich, noch und ein paar mehr Sachen, die man hier kriegen kann. Dann gibt es auch noch eine Soul-Shape-Gestalt, die Rochenseelen-Gestalt, die war leider nicht drin. Dann gibt es noch einen Bauplan, und zwar ist der Bauplan für den rostigen Buffonit. Das ist ein Mount, das ist das letzte Mount, was wir dementsprechend noch fehlt aus den, das letzte Mount, was mir quasi noch fehlt aus den Gedönsen hier. Das ist das, nee, das ist nicht das hier, sondern das hier. Und ja, das hätte ich jetzt mal ganz gern. Gut, Seepferdchen wird hier auch angezeigt, aber das ist halt blöderweise immer noch buggy, dass man das mit jedem Char einzeln spielen muss. Das habe ich mit dem Hunter jetzt nicht. Aber hier eins der wenigen, die mir tatsächlich noch fehlen, ist dieser Buffonit und da kann halt der Plan drin sein. Ne? Und was haben wir sonst noch drin? Dann gibt es noch einen Toy, was wir auch bekommen können. Und dann gibt es noch ein Item für ein Inji. Das ist halt ein bisschen das Problematische. Ich habe leider weder mit dem Hunter noch mit dem Druid einen Inji
Beruf und dementsprechend, ja, weiß ich nicht, muss ich noch einen Char hochziehen, der Ingi hat und dann die Paragon-Kiste farmen oder I don't know, wie ich das machen soll. Werden wir sehen. Gut, jetzt machen wir die Kiste mal auf. Ach, super, mit dem habe ich den Bauplan drin. Pain. Das Ding ist, ich brauche den Bauplan mit meinem Main, ne? Klar kann ich jetzt mit dem Char das Mount bauen, dann habe ich das auch auf dem Account. Aber das Problem an der Geschichte ist einfach, dass ich die Quest hier auf dem Main brauche, ne? Ja gut, das war jetzt natürlich ein Reinfall, ne? Hätte ich lieber die Themasachen auf dem gekriegt und den Plan auf dem Main, naja gut. Okay, die Kiste war jetzt mal so semi für den Sack. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf den Priester rüber, da haben wir auch nochmal Kisten. Vielleicht haben wir auf dem mehr Glück. Und zwar, wo haben wir sie? Hier unten, genau. Da sind die zwei Kisten. Also einmal hier Vorräte der Sturmwacht. Ihr seht schon, da kann einmal Technikglyphe Sturmwacht drin sein. Und Vorräte der Ankuana kann auch einmal Technikglyphe Kältewelle drin sein. Und wie sieht's da aus? Ich habe hier, seht ihr, nicht erlernte Rezepte. Kältewelle, Sturmwacht, ne? Das sind nicht mehr viele Rezepte, die mir fehlen. Eins fehlt mir jetzt noch aus quasi dem ewigen Palast von Ashara, aber da war ich jetzt die Woche, wie ihr seht, war ich schon ein paar Dungeons unterwegs, weil ich hier die Dinger farm, die ganzen Rezepte und Vantus-Runen-Gedönse, also schon ein bisschen was gemacht und Lied der Horde, das kriege ich halt nicht, weil das ein Hordenrezept ist, keine Ahnung, das kannst du das Ali nicht kriegen. Naja, gut, jetzt schauen wir mal rein. Also, Vorräte der Sturmwacht. Ich hasse dich, Blizzard. Ah, warum ist das Rezept nicht drin? Okay, komm, Ankuana. Müsstet mein Gesicht gerade sehen. Jetzt muss ich mit diesem Scheiß-Char einfach nochmal eine Paragon-Kiste farmen. Ich hab nämlich noch eine dritte Kiste gehabt. Die habe ich versehentlich nämlich schon aufgemacht von der 7. Legion. Da hat auch ein Rezept, war da oder konnte da drin sein. Das habe ich First Try gekriegt und dachte mir, oh, vielleicht haben diese Rezepte ja eine gute Drop-Chance und kriegt man alle First Try. Ja, eher nicht. Also so ein Drecks-Pet habe ich gekriegt, so ein Aal, der wahrscheinlich nichts wert ist. Ja gut, jetzt kann ich hier sowohl die Ankuana nochmal hochfarmen, als auch die Sturmwachten. Da habe ich noch fast keinen Ruf. Gut, da freue ich mich doch drauf, da wieder Ruf zu farmen. Nice, habe ja sonst nichts in dem Spiel zu tun. Naja gut, also ehrlich gesagt, diese 5 Kisten waren ein bisschen Reinfall. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so drin habt, beziehungsweise wenn ihr die Kisten schon gefarmt habt, vielleicht habt ihr ja da Erfahrungswerte, wird mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich werde jetzt zumindest mal die eine Soul Shape Gestalt mit meinem Druid noch abgeben gehen und mich dann in den Schlaf weinen. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.